Lassen Sie uns doch mal einen Duckstuhl machen. Wenn Sie Informatiker sind, verstehen Sie vermutlich den Vorschlag. Für alle anderen, das Informatikzentrum im Schloss Duckstuhl ist inzwischen ein weltweites Synonym geworden für kleine informelle Workshops. Bei Wadern trifft sich moderne Wissenschaft und pittoreske Gemütlichkeit. Das Schloss Duckstuhl ist der Treffpunkt für weltweit renommierte Informatiker. Emil Mura hat sich diesen ganz besonderen saarländischen Ort angesehen und ist ihm wirklich auf den Grund gegangen, bis auf die Grundmauern. So oder so ähnlich müsste sie ausgesehen haben, die alte Burg Duckstuhl zu ihrer Hochzeit im 15. Jahrhundert. Heute sind von der einst stolzen Anlage nur noch die Grundmauern übrig. Im 18. Jahrhundert wurde die alte Wehranlage nicht mehr gebraucht und abgerissen. An der Ruine treffen wir Rupert Schreiber vom Landesdenkmalamt. Er kann mehr über die Burg erzählen und über einen gescheiterten Versuch, sie zu restaurieren. Denn genau das versuchte der Wadener Heimatverein Mitte der 80er Jahre. Mit viel gutem Willen, aber mit nicht so viel Sachkenntnis. Bausünden, die später wieder entfernt werden mussten. Wir haben besonders im Bereich der Mauerkronen, hier vorne im Bereich des Palas und der Türme, haben wir etwas zurücknehmen müssen, einfach weil es sehr, sehr dünn aufgebaut war. In der Mitte befanden sich Bauschuttverfüllungen, Müll, einfach, dass es technisch auch wieder hält. Die Mauerkronen dann etwas tiefer gelegt auf dem Bestand, den wir angetroffen haben, sodass es eben dauerhafter jetzt angelegt ist. Die Burg bleibt also Ruine, aber dem Original entsprechend. Viele Mauersteine wurden übrigens im 18. Jahrhundert ein paar Meter bergab geschleppt und für ein neues Bauwerk verwendet, Schloss Duckstuhl, das in unmittelbarer Nachbarschaft entstand. Fast zwei Jahrhunderte diente der Barockbau dem Herrschaftsgeschlecht der Lasalles als Familiensitz. In den 1990er Jahren sind zu den alten Mauern dann neue Gebäude hinzugekommen. Wir treffen Informatikprofessor Raimund Seidel. Er ist Direktor des Leibniz-Forschungszentrums für Informatik, das hier seit nunmehr fast 30 Jahren angesiedelt ist. Beim Rundgang durch die Bibliothek bekommen wir einen ersten Eindruck davon, wie renommiert das Forschungszentrum in Duckstuhl ist. Okay, da haben wir eine Besonderheit. Und zwar alle diese Bücher, die hier stehen, haben mit den beiden Seminaren diese Woche zu tun. Zu tun heißt unter anderem auch, dass viele von Ihnen, von Teilnehmern des Seminars, geschrieben wurden, verfasst wurden. Und in einigen davon haben wir dann auch Widmungen, hier zum Beispiel. Also es ist so, dass wir wahrscheinlich die weltgrößte Sammlung von autorsignierten Informatikbüchern haben. Jede Woche finden in den alten und neuen Mauern von Schloss Duckstuhl ein bis zwei Seminare statt. 2017 besuchten 2600 Wissenschaftler die Tagungen. Wer eingeladen wird, gehört zur Crème de la Crème der Informatikforschung. Die Teilnehmer kommen aus über 100 Ländern. Ich bin von der Universität Virginia in den USA. Ich komme aus dem Süden von Argentinien. Ich hatte nichts davon gehört, bis ich eingeladen wurde. Also war ich nicht sicher, was mich erwarten würde. Aber ich kannte schon andere Leute, die hier waren, und ich habe nur Gutes gehört. Katie Campbell war bisher nur in einigen größeren Städten Deutschlands. Sie freut sich auch mal, ländliche Regionen kennenzulernen. Auf dem Duckstuhl-Seminar hält die junge Wissenschaftlerin heute einen Vortrag über autonomes Fahren, ihr Spezialgebiet. Mit der digitalen Erforschung menschlicher Kommunikationsmuster wiederum beschäftigt sich Guillermo Simari aus Argentinien. Er ist schon zum fünften Mal hier. Was er an Duckstuhl schätzt? Der Ort ist sehr abgeschirmt. Das führt dazu, dass die Leute auch hier bleiben. Wir haben zwar eine kleine Exkursion Mitte der Woche, aber die Arbeit steht hier im Vordergrund. Man kann sich wirklich auf sie einlassen. Genau das, erzählt uns Professor Raimund Seidel, ist das Konzept von Schloss Duckstuhl. Wie in einem Kloster, abgeschnitten von der Außenwelt, seiner Forschung nachgehen zu können. Die alten Mauern von Duckstuhl bieten dafür den perfekten Ort. Neben den Seminarräumen verfügt das Schloss auch über viele Gemeinschaftsräume. Die Wissenschaftler sollen zusammenkommen, sich austauschen und gegenseitig inspirieren.
Auch ein Musikzimmer steht den Seminarteilnehmern nach Feierabend offen. Ein Konzept mit Vorbildfunktion. Es ist sogar so, dass es also Zentren gibt in Indien und Japan, die sich Dagstuhl-like nennen, weil das eben schon so berühmt ist, dass alle sagen wollen, ja, wir sind so wie Dagstuhl eben. Also in der Informatik ist das, es ist sogar so, dass ich amerikanische Kollegen habe, die sagen, wenn sie einen kleinen informellen Workshop machen wollen, let's have a Dagstuhl. Und so kommt es, dass Schloss Dagstuhl und die dazugehörige Burg auf der ganzen Welt mindestens so bekannt sind wie Schloss Neuschwanstein. Zumindest in Informatikerkreisen. Wenn Sie noch andere Orte im Saarland kennen, über die sich ein Bericht lohnen könnte, melden Sie sich bei uns.